Fahrzeug, was vom Land Hessen zur Verfügung gestellt wird, um eben für Großschadenslagen koordinierende Maßnahmen hier steuern zu können. Da ist ein Besprechungsraum drin, das heißt, da kann eine technische Einsatzleitung zusammentreten als Stab. Wir haben eine Funkzelle eingebaut, um die Kommunikation mit der Leitstelle und mit den Einheiten vor Ort auch sicherzustellen. Das Fahrzeug ist recht neu, ist letztes Jahr in Dienst gestellt worden als Ersatz für eine mittlerweile in Jahre geratene Fahrzeuggeneration. Und ja, wir versuchen natürlich auch, das so oft zu üben, wie es geht. Und heute ist natürlich eine sehr gute Gelegenheit dafür. Ist jetzt umgerüstet, ja, Digitalfunk drauf, alles, was heute so Stand der Technik ist. Zur Lagedarstellung und Fax, Drucker, was man also zur Kommunikation entdeckt, die wir jetzt hier abstellen wollen und haben jetzt quasi dieses Umliegen. Deswegen sitzt jetzt hier in der Tell zwar der Stadtbrandinspektor mit, aber es sitzt auch der Gemeindebrandinspektor von Wartenberg hier drin, es sitzen Führungskräfte von Ulrich Stein drin, es sitzen Führungskräfte in der Regel von Schlitz mit drin, die heute aber nicht dabei sind, weil sie eine andere Veranstaltung haben. Es sitzen die umliegenden Gemeinde, Brandinspektoren, Wehrführer, Führungsfunktionen sitzen hier mit drin. Wir haben ja so einen Stab von ungefähr 20 Leuten, weil wir den einfach brauchen. Nicht jeder ist jeden Tag da und zu jeder Zeit greifbar, sodass wir daraus erhoffen, sag ich mal, uns eine Gruppe zu kreieren, die diesen Einsatz dann bewältigen kann. Und auch die Schichtfähigkeit, denn solche Einsätze werden wahrscheinlich länger dauern. Die stemmt man nicht aus der eigenen Mannschaft, nicht in der Stärke. Und da ist man froh, wenn man Führungskräfte hat, die draußen und drin arbeiten können. Die Einheiten des Roten Kreuzes sind schon eigentlich tagelang im Einsatz. Die haben sich lange vorbereitet, haben eingekauft und sind letztendlich final gestartet, heute Nacht um 3 Uhr. Da wurden dann, soweit ich weiß, 2700 Brötchen angeliefert und jede Menge Fleisch und Wurst und alles, was man also braucht. Das THW hat auch gestern begonnen mit der Übung. Die sind aus allen Herren Ländern angereist, haben sich im Bereitstellungsraum in Grevenau in der Ionitehalle getroffen mit rund 80 Einsatzkräften, haben da ein Zeltlager aufgebaut, auch das werden wir nachher noch sehen, und haben da genächtigt. Die sind dann gestern Abend noch und heute Morgen dann gestartet in den zweiten Bereitstellungsraum, der vom THW geführt wird. Das wird jetzt ein Schwalmtal sein. Da kommen wir dann auch nach Reuters noch dran vorbei. Feuerwehrauto, also auch da scheint ein Szenario schon gestartet zu sein. Da ist wohl ein Abschnitt gebildet worden, das sieht aus wie ein Einsatzleitwagen, der da vor Ort irgendwas koordiniert. Da kann angeflogen werden, das ist das eine Thema. Zum anderen wird aber auch Wasser entnommen seitens der Feuerwehr mit Pumpen und da oben das orange Ding, was da rauskommt. Das ist der große Behälter, der hat 35.000 Liter Fassungsvolumen. Ja, der ist gefüllt worden und das ist die Herausforderung eigentlich für die Piloten, da oben in dieses kleine Loch quasi dann gezielt das Wasser entnehmen zu können. Das ist so das Hauptaugenmerk jetzt hier an der Stelle für die Hubschrauberpiloten und natürlich auch für die Feuerwehr. Die Feuerwehr Lauterbach betreibt diesen Behälter, der ist vom Land Hessen zugeordnet worden. Es gibt drei Stück in Hessen und einer steht hier in Lauterbach. Ja?
kommt mal so einen kleinen Eindruck von dem, was da insgesamt so rollt. Sie sehen, wie viele Einheiten allein hier in diesem Bereitstellungsraum jetzt hier stehen. Und Sie sehen auch, die Fahrzeuge sind alle nicht besetzt. Das THW führt so, dass sie wirklich den Fahrzeugführern die Schlüssel abnehmen und die gezielt wieder ausgeben, sobald ein Einsatz für die Mannschaft ansteht. Wir machen das ja nicht jede Woche hier, diese Szenarien, aber das ist eine sehr gute Übung für uns, um da mal reinzukommen und diese Abläufe mal wirklich auch zu erlernen, sodass, wenn das mal wirklich mal ansteht, man da vielleicht ein bisschen ruhiger an die Thematik rangeht. Und wir merken auch, was es da so für Kommunikationsschwierigkeiten gibt, sei es eine Übermittlung per Fax, die kommt nicht an, dann wird nachgefragt, dann schickt man es per Mail und wie auch immer. Aber das ist eigentlich, ich muss sagen, für uns läuft das ganz gut und wir haben bisher auch viel gelernt und ja, also es klappt gut. Die Feuerwehr und vor uns steht der Gerätewagen I&K, also Information und Kommunikation.
Atem nochmal eine Durchsage an die Personen im Umkreis des Wasserwerfers. Wir werden jetzt auf dem Heck des Fahrzeugs nochmal Wasser abgeben. Bitte alle Personen, die von draußen vielleicht nochmal zurückziehen. Wir werden trotzdem auch weiterhin.